Wir befinden uns hier in Tirol, in der Ortschaft Kütei, auf ca. 2100 Meter Seehöhe, wo eine bestehende Kraftwerkskuppe um ein Pumpspeicherkraftwerk erweitert wird. Beim Bauvorhaben hier in Kütei kommen Geräte von Volvo Untertage und auch Obertage im Einsatz. In Summe haben wir aktuell 26 Muldenkipper von Größenkategorie A25 bis A60 im Einsatz. Radlader der Kategorie L120 bis 350 mit in Summe 12 Stück. Und abschließend bei den Hydraulikbagger sind derzeit 5 Stück von der Größenkategorie EC220 bis EC380. Und da erweitern wir derzeit unseren Gerätepark um den EC950 von Volvo. Der Speicher Kütei ist ein Naturschüttdamm mit einer Erdkerndichtung. Er hat ein Schüttvolumen von ca. 7 Millionen Kubikmeter, hat am Ende des Tages eine Höhe von ca. 143 Meter und eine Kronenlänge von 500 Meter. Also die Hauptaufgaben von den Volvo-Maschinen teilen sich in zwei Bereiche auf. Der eine Bereich ist der Steinbruch, das ist der Abbau für das Gestein, das was nachher zum Schütten beim Damm verwendet wird. Und der zweite Teil ist eben das Material von der Aufbereitungsanlage zum Damm zu bringen und dort einzubauen. Wir sind hier im Hochgebirge. Also der Anfang von der Baustelle ist auf 2000 Meter, da sind wir ungefähr auf 2200 Meter. Die Wetterbedingungen, die ändern sich da oben sehr schnell. Und das ist eine große Herausforderung für die Maschinen. Sie müssen arbeiten unter den härtesten Bedingungen, Schnee, Eis, Regen, Matsch. Da müssen natürlich die Maschinen genauso funktionieren als wie heute bei schönem Wetter. Service 2.0 ist für uns eine digitale Umstellung. Von der Papierform auf eine transparente Version mir gegenüber und dem Kunden. Und das Gute daran ist, wir haben einen sofortigen Lieferschein dahin, wo er hingehört. Durch Service 2.0 ist es möglich, einen Auftrag schnell und einfach transparent abzuliefern. Volvo ist beim gegenständlichen Projekt ein verlässlicher Partner für die untertägigen und obertägigen Arbeiten. Von den 7 Millionen Kubikmeter, die wir schütten haben, haben wir ca. ein Drittel schon erledigt und müssen jetzt in den letzten zwei Baujahren, die uns noch zur Verfügung stehen, bis Ende 2025 den Rest bewältigen.